Mein Name ist Michael Kessler. Ich werde eintauchen in das Leben eines Prominenten und ein Interview führen, das es so noch nie gegeben hat. Nicht jeder Politiker ist so freundlich und humorvoll wie Wolfgang Bosbach. Und nicht jeder Politiker sagt immer so deutlich, was er denkt. Bosbach kann klare und vor allem harte Kante zeigen. Er scheut nicht den Konflikt, weder mit der Opposition noch mit der eigenen Partei. Nun verabschiedet er sich aus der Politik, unfreiwillig. Darüber zu sprechen, ist für den medienaffinen Bosbach kein Problem. Die Politik aufzugeben, muss aber ein Problem für ihn sein. Denn Politik war sein Leben. Was wird er ohne sie jetzt tun? Herr Bosbach, wenn ich jetzt Bosbach gesagt hätte, wären Sie sauer geworden. Dann hätte ich schon einen halben Herzinfarkt bekommen. Hier gibt es so viele Menschen, die sich B.O.S. Bach schreiben und die nennen sich alle Bosbach. Das ist kein Spleen von mir. Warum denn? Es wird doch eigentlich B.O.S. wird doch Bos gesprochen. Wie heißt die Hauptstadt von Russland? Moskau. Schon ist das Problem gelöst. Ich weiß auch nicht, warum es so ist, aber die nennen sich alle Bosbach. So bin ich auch groß geworden. Immer Bosbach. An die Aussprache habe ich mich gewöhnt und will ich auch jetzt nicht mehr ändern. Ja. Ich glaube, Sie hatten bestimmt heute schon Termine. Ich würde mal sagen, 10 Stück oder nach mir noch mal 20. Also wir haben, glaube ich, 200 Übernachtungen etwa pro Jahr im Hotel, 30.000 Kilometer auf der Autobahn. Wie viele Termine haben Sie heute? Ich hatte erst einen heute, aber es kommen jetzt noch 3. Und mir macht das auch Spaß. Das ist für mich nicht Arbeit in dem Sinne von, boah, was bin ich jetzt fertig, sondern ich mache das gerne. Das, was ich mache, mache ich wirklich gerne. Okay. Und ich hoffe, man sieht es mir an. Woher kennen Sie eigentlich in Deutschland so viele Menschen? Ist das wegen Ihrer hohen Medienpräsenz oder wegen Ihrer doch auch sehr konservativen Ansichten? Vielleicht gibt es noch einen dritten Punkt, wegen meiner klaren Haltung, meiner klaren Aussprache, auch weil ich mich selber nicht wichtiger nehme, als ich bin, was vielen sympathisch ist. Ich kann auch mal über mich selber lachen. Aber die Medienpräsenz dürfte das Entscheidende sein. Wir sind ja heute auch hier in einem Raum, der schon liebevoll Bosbachs Fernsehstudio genannt wird, weil Sie hier schon wahrscheinlich hunderte von Interviews gegeben haben. Und es ist eigentlich ein Tagungsraum eines Hotels. Wolfgang Bosbach, freundlich, integer, kompetent, bodenständig. Sie sagen von sich selber, Sie sind an Solidarität und Loyalität nicht zu überbieten. Das klingt, lieber Herr Bosbach, fast zu schön bei einem Politiker, um wahr zu sein, oder? Nein, ich glaube, das sehen die meisten Kolleginnen und Kollegen so, weil wir alle wissen, dass Politik ein Mannschaftssport ist. Wenn du versuchst, auf Kosten anderer zu glänzen, dann ist die Karriere schnell beendet. Das heißt, ich versuche auch immer, guter Freund zu sein, guter Kollege zu sein und den anderen Kolleginnen und Kollegen das Leben in der Fraktion und die Arbeit im Parlament nicht schwerer zu machen, als es ohnehin schon ist. Das heißt, das ist also nicht ein Image, auch was Sie sich gebaut haben, sondern Sie sind wirklich so? Also diejenigen, die mich kennen seit Jahrzehnten, werden das sicherlich bestätigen. Das ist meine Lebensauffassung, nicht nur in der Politik, sondern auch im Privatleben. Von wem haben Sie diese guten Eigenschaften? Ich glaube, dass das mehr mit Erziehung, mit dem Elternhaus zusammenhängt, als mit der politischen Sozialisation in einer Partei oder Fraktion. Wie oft hat die Mama mir gesagt, Junge, das tut man nicht. Das hieß nicht, es ist bei Strafe verboten, sondern mach es nicht. Oder es gehört sich nicht. Oder ähnliche Vokabeln, die ja nichts anderes zum Ausdruck bringen sollen, als verhalte dich so, wie du auch möchtest, dass andere mit dir umgehen. Sagt sie das heute noch manchmal? Das wird sie sicherlich ab und zu denken, aber mittlerweile weiß sie auch, der Sohn ist fast 65 und dem musst du nicht mehr alles jeden Tag sagen. Vielleicht hat sie es auch aufgegeben, fragen Sie mal, vielleicht hat sie es aufgegeben. Kann sie auch denken, sein. Er macht sowieso nicht. Ja. Ein Grund, warum Sie die Politik auch verlassen, ist Ihre Gesundheit.
um die es nicht so gut bestellt ist. Wenn man sie sieht, sehen sie eigentlich immer blendend aus. Sie sind braun gebrannt. Ist es auch wichtig, von Ihnen aus zu zeigen, mir geht's noch gut, ich kann noch? Ist das wichtig für Sie? Herr Kessler, das ist Bürolampe. Ich komme ja nicht mehr aus dem Büro raus. Das ist alles Bürolampe. Und ein paar Tage Gran Canaria. Ja, ich brauche auch Auszeiten, das stimmt. Ich merke, dass mir heute die Arbeit, vor allen Dingen der Reiseaufwand, den ja viele unterschätzen, viel mehr belastet als noch vor 5 oder 10 Jahren. Ja. Und die Lungenoperation, mir fehlt ja ein Teil der Lunge, hat dann dazu geführt, dass mir für mich manches anstrengender ist, was vor einem Jahr noch kein Problem war. Ich würde Sie bitten, sich jetzt einmal in die Augen zu schauen und mir zu sagen, was Sie für einen Menschen sehen. Was für ein Mensch steht da vor Ihnen? Ein Mensch, der einiges erreicht, aber auch viel verpasst hat, der heute viel öfter müde ist als in der Vergangenheit und der sich zu oft fragt, kannst du das alles schaffen, was du dir vorgenommen hast?